Die Gesellschaft, in der wir leben, erschaffen wir Menschen durch Ehrgeiz, Gier, Konkurrenzkampf, dauerndes Abmühen, durch Eitelkeit und Aggression. Und deshalb ist wichtig zu verstehen, solange wir uns nicht radikal ändern, leben wir in einer kaputten Gesellschaft. Also müssen wir uns mit all dem beschäftigen, das falsch ist, wie Stolz, Arroganz, Bindung und Wünsche, Vergnügen und so fort, die alle ganz offensichtlich nicht Liebe sind. Kann all das enden? Weil ohne Liebe im Leben der Duft, die Leidenschaft, die Tiefe des Lebens verloren ist. Das Leben wird dann sehr oberflächlich, weil wir nie herausgefunden haben, was es heißt, einander zu lieben. Wir nehmen so unkritisch an, was Experten sagen. Wir prüfen nie selber. Wenn Sie es jemandem anderen überlassen, Ihre Probleme zu lösen, dann machen Sie sich von anderen abhängig und verlieren damit die Ihnen innewohnende Fähigkeit, alle menschlichen Probleme zu lösen, die Sie betreffen. Wir fragen also, wer leidet? Wenn Sie den Schock spüren, dass jemand gegangen oder verloren ist, den Sie lieb hatten, wer ist es, der dieses Gefühl großen Leids hat? Das heißt, wer ist das, wer ist dieses Ich, das sagt, ich leide? Wer ist dieses Wesen, das den Schock und die Not und die Verzweiflung der Einsamkeit erlebt? Wenn man seinen Geist und seine Energien diesem Forschen und Handeln widmet, dann gibt es eine vollkommen andere Art von Leben. Wir haben die Freiheit gehabt, genau das zu tun, was uns belebt. Und eben das hat in der Welt Verheerungen angerichtet. Freiheit heißt nicht, das zu tun, was einem belebt, sondern vielmehr, frei zu sein von der Mühsal des Lebens, von unseren Problemen, von unserer Angst, von unseren seelischen Verletzungen, von dem ganzen Konflikt, den wir so viele Jahrtausende hindurch hingenommen haben. Und ebenso frei von Angst zu sein. Wir wollen uns den Dingen stellen, wie sie tatsächlich wahrhaftig sind, nicht in Illusionen leben. Und es ist schwer zu beobachten, ohne dass sich Illusionen einschleichen. Wenn sie sich rasieren oder wenn sie sich kämmen, gibt der Spiegel genau wieder, wie sie aussehen. Und im Psychischen gibt es dort auch einen Spiegel, in dem man genau, präzise, tatsächlich sehen kann, was man ist. Wie gesagt, es gibt einen solchen Spiegel, nämlich eine Beziehung. In dieser Beziehung sieht man, was man wirklich ist. Wenn Sie es zulassen, das zu sehen, was Sie wirklich sind, dann sehen Sie, wie Sie zornig werden, wie besitzergreifend Sie sind und alles Übrige. Der Mensch hat schon immer das Vergnügen gesucht. Und gibt es die Lust an der Macht, Macht über andere auszuüben, politische Macht, haben Sie schon bemerkt, dass Macht etwas Hässliches ist, wenn man jemand anderen auf irgendeine Weise dominiert? Macht ist eines der Dinge im Leben, die von größtem Übel sind. Und Vergnügen ist die Kehrseite der Angst. Wenn man tief innerlich, gründlich und ernsthaft das Wesen der Angst versteht, dann ist Vergnügen Entzücken, der Anblick von etwas Schönem, der Anblick des Sonnenunterganges oder des Morgenlichts, der Morgendämmerung, der wunderbaren Farben, der Spiegelung des Sonnenlichts auf dem Wasser, das ist Entzücken. Ich weiß nicht, ob Sie der Frage des Handelns einmal nachgegangen sind. Was ist Handeln? Wir alle sind von morgens bis abends sehr aktiv. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Das Hirn plappert unentwegt und bewegt sich von einer Sache zur anderen, unaufhörlich, in unseren Träumen. Das Gehirn kommt niemals zur Ruhe. Was ist Handeln? Das Tun. Das Wort Tun beinhaltet Gegenwart. Es bedeutet nicht, dass ich etwas getan habe oder tun werde. Handeln bedeutet jetzt tun. Richtig, genau, vollständig, ganzheitlich. Steht Handeln in Beziehung zur Unordnung oder zu Ordnung? Wir leben in Unordnung. Unser Leben ist unordentlich, verworren, widersprüchlich. Wir sagen das eine und tun das andere. Wenn die Unordnung beendet ist, gibt es logischerweise Ordnung. Diese Ordnung ist lebendig. Sie beruht nicht auf einem bestimmten Muster,
oder einer Schablone. Daher untersuchen wir, wir schauen uns selbst an und lernen etwas über uns selbst. Lernen ist etwas anderes als das Aneignen von Wissen. Schenken Sie dem freundlicherweise ein wenig Ihrer Aufmerksamkeit, dass nämlich Lernen ein unendlicher Prozess ist, ein grenzenloser Prozess, während das Wissen immer begrenzt ist. Lernen setzt nicht nur visuelles, optisches Beobachten voraus, sondern auch ein Beobachten ohne Verzerrung, die Dinge genau so sehen, wie sie sind. Dies erfordert Disziplin. Das Wort Disziplin bedeutet die Disziplin des Lernenden, nicht die schreckliche Disziplin des Althergebrachten, der Tradition oder dem Folgen bestimmter Regeln, Vorschriften und so weiter. Es ist ein Lernen durch klare Beobachtung, indem man ganz genau auf das hört, was der andere sagt. Indem wir also lernen, was Unordnung in uns selbst bedeutet, entsteht Ordnung auf ganz natürliche Weise, leicht und unverhofft. Und wenn es Ordnung gibt, dann bedeutet Ordnung Tugend. Es gibt keine andere Tugend als vollkommene Ordnung. Das ist vollkommene Moral, nicht irgendeine aufgezwungene oder vorgeschriebene Moral.